Willkommen total recht herzlich zum Star Wars Filmclub bzw. Star Wars Familie. Ich begrüße euch total recht herzlich zu Star Wars. Ja, zu Star Wars wünsche ich euch wirklich viel positives Vibration. Die Convention und auch die Celebration ist zu Ende und man hat vieles gesehen, man hat vieles gehört und ich bedanke mich auf diesem Weg bei den amerikanischen Freunden, die mir halt einige Sachen sehr günstig haben rübergebracht. Durch das große Glück, mit Amazon da gearbeitet zu haben, kam man in einen Wahnsinnsgenuss von wenig Euro. Habe ich in einem Videoclip schon gezeigt. Hier, ihr wisst, wie teuer das gute Stück war. Um die 109, wie es irgendwie gerade frisch angeboten war. Luke Skywalker mit seinem Vehikel, das ich also da hinten noch stehen habe aus den anfänglichen Zeiten. Hier ist ja die neuartige Sache jetzt um die 20 Euro bzw. Dollar. Entschuldigung, alles Dollar, aber ich erkläre euch am Ende, es hört sich jetzt alles super toll an. Ich war auch sehr euphorisch, wie ich gesagt habe, na klar, für 20, 25 Dollar nehme ich doch alles, kein Thema. Ne? Aber die erschreckende also wie gesagt, auch Rey aus Episode 7 war ja auch ursprünglich sehr teuer und kam dann halt jetzt auch um die 25 Dollar. Das sind jetzt schon 50 Dollar, die da ausgegeben wurden. Dann kam Kylo um die 25 Euro. Da habe ich gesagt, komm, nehme ich sofort. Die anderen beiden Figuren habe ich ja noch da, kann ich da dazu stellen. Ne? Also war ich also auch schon, da waren wir schon bei 75 Dollar. Ne? Und dann habe ich natürlich den Trooper auch bestellt. Da habe ich gesagt, komm, Drubak mit den Sand Trooper nehme ich auch. Ne? Ist klar, 35 Dollar. Könnt ihr ja ausrechnen. Also ich habe da mit allen drum dran 250 Dollar umgerechnet. Naja, so viel habe ich nicht dran verdient, beziehungsweise, aber ich habe sie. Ich habe sie so lange, bis sie dann nicht mehr hier sind. Meine Dekoration wird halt immer größer, wird also immer schöner auf eine Art. Macht also Spaß, die zu sehen in der Größe. Ich verpacke sie jetzt nochmal eben wieder. Ne? Also macht schon Spaß, die zu haben. Also mir gefällt. Ja, das war es dann auch schon mit dem Speeder hier, der hier hinkommt. So, Star Wars ist gelaufen. Ne? Star Wars ist gelaufen. Star Wars ist in aller Munde. Die einen mögen es, die anderen mögen es nicht. War eine tolle Geschichte das Ganze. Ich habe mir das angesehen. Ich habe auch gerade noch mal einen Stream gemacht, um mich so ein bisschen einzustimmen. Es war eine tolle Geschichte, wie gesagt. Eine Celebration ist immer. Auch 20 Jahre alt, 20 Jahre alte Celebration, so lange ist die. 20 Jahre ist Episode 1 jetzt und 40 Jahre ist halt die Episode 4. Ja? Also 79, 99 und jetzt 2019 rundet sich alles so ab. Ne? Einige sind dafür, einige dagegen, muss ich nicht drüber reden. Einige haben sich diesen Teaser da angesehen, aber wie gesagt, wenn man in die Tiefe geht, wenn man liest und nachliest, auch Hemmel will ja einen foppen und ärgern, einen auf Troll machen und so weiter und so fort. Es ist halt Star Wars, kann man positiv, negativ oder halt mit Distanz sehen. Man kann mit diesem einfachen Säbel zufrieden sein und damit arbeiten. Ne? Leia hat ihn jetzt nun mal, ne? Leia hat ja nun mal, anhand dieses hier erkennt man ja, dass das Luke ist, vorher sein Vater war. Ich bin nur, ne? Alles klar. So, jedenfalls ist das so, so war das auch so und macht ja auch tierisch viel Spaß bei Star Wars dabei zu sein, zur Familie zu gehören. Habe mir viele Cosplay-Sachen angesehen,
habe mir neue Cosplay-Sachen angesehen, habe verrückte Cosplay-Sachen mir angesehen, ja. So, das ist auch ein ganz normales T-Shirt hier, mit dem man da spazieren gehen kann. Das pflegeleichte Jersey macht Spaß. So, ich weiß nicht, wie ihr oder ja, wie ihr unterwegs seid. Jedenfalls habe ich alle guten Figuren jetzt bekommen, auch die großen 15 cm, die 10, also alle 15 cm sind da. Viele haben sich das ja auch gegönnt mittlerweile. Mittlerweile gibt es die ja auch bei Amazon. Gott sei Dank ist das ja über Amazon geliefert worden, aber zu super, super, super günstigen Preisen. Ich habe gerade mal reingeschaut. Im Moment kam der Drewback, mit dem Sand Trooper da oben. 74,95, ich meine für 25 Dollar war das schon nicht, war das ja also ein Schnapper, waren alle Schnapper. Es waren 200 Dollar, die ich da ausgegeben habe, umgerechnet, müsste ich jetzt umrechnen, wie viel Euro da, weiß ich jetzt nicht. Jedenfalls habe ich ja gesagt und wurde auch ziemlich schnell geliefert. Bin ja auch stolz drauf, das jetzt zu haben, die anderen Sachen hatte ich ja schon da. Für Weihnachten 2019 möchte ich ja, wie gesagt, ein Schaufenster mit lauter guten, großen Figuren ausstatten. Wenn ich sie dann halt irgendwann verkaufe, okay, dann ist das alles weg. Ah, so langsam habe ich doch Interesse an diese sogenannte Mandalorian. Ne? Also Mandalorian, habe ich denn hier irgendwo? Müsste ich hier irgendwo haben? Yeah. Ne? Mandalorian, da bin ich doch, finde ich, habe ich auch gerade mir den Teaser nochmal angesehen. Fallen Order natürlich. Haben wir natürlich auch angesehen, versteht sich. Ne? Ich beantworte noch mal eben die Frage hier. Ne? Sag eben ja. Das ist das Schöne an der Technik. Gesendet. Ja gesagt. Ja, wie gesagt, auch Ahsoka ist da. Ne? Das legendäre Bild. Wir hoffen, dass die Kamera das eingefangen hat. Ne? Ahsoka. Also Rebels. Resistance, so schlecht war das gar nicht. Ich meine, hat man ja auch auf dem Panel gesehen, so Resistance, Panel, wie wir alle gesprochen haben, die Darsteller, die Verkörperung dieser Figuren. Ich schaue mir auch gleich wieder an. Ich habe auch unter Star Wars Familie einmal so eine Serie, unter Mediathek, also Disney Channel, Mediathek, kann man ja alles abrufen. Ja, auch die anderen Sachen. Wer es mag, ist richtig. Also, ihr merkt, Star Wars hat im Moment wieder reingehauen. 8 Monate hat Mark Hamill jetzt Zeit, uns zu ärgern. 8 Monate haben wir auch die anderen Zeit, uns zu ärgern, indem die das auseinandernehmen. Der eine schreit ganz laut, ist ein ganz berühmter in Amerika, der für Spiele zuständig ist, dass Kennedy an sich den Platz hätte räumen sollen. Sie zerstört Star Wars. Wisst ihr, Star Wars kann man gar nicht zerstören. Ja, man muss halt Abschied nehmen von Anakin Skywalker, man muss, dass der Imperator jetzt da gelacht hat, aus welchem Grund auch immer, dann hat er eben gelacht. Das wird alles nicht so sein, wie es ist. Der Darsteller hat ja auch so gesagt, ihm war danach so ungefähr. Man hat versucht, den Darsteller von Jar Jar Binks ein bisschen, aber in Wirklichkeit hat er gerade mal zwischen 10-15%, die ihn mögen. Obi-Wan Kenobi ist schon bei 65-70%. Ja, Obi-Wan Kenobi, das ist eine Hausnummer. Da kommt auch George Lucas, kann da für Jar Jar Binks in die Bresche springen. Kann er ruhig machen. Jar Jar Binks ist bei 10-15%. Und bei den Hatern ist er auf, bei den Hatern ist Jar Jar Binks geschlachtet oder bleibt er auch geschlachtet. Man sollte nur die Schauspieler in Ruhe lassen, die machen nur ihren Job. Man hat also auch bei Han Solo den Roboter, der eigentlich, also den Droiden, der nachher in den Falken eingearbeitet wurde. Somit hat Han Solo ja im Falken bei 4, 5 und 6 hätte man ja ruhig darauf eingehen können, dass er diesen Droiden da drin hat. Ja, er hat halt den Droiden, der reichlich viel gespeichert aus dem Universum. Somit kann er ja reichlich viele Parsecs bzw. Berechnungen durchführen. Weil der ja nochmal in dem Falken eingearbeitet ist. Und zum Schluss, jetzt zum Schluss, hat Han, ich meine, Mark Hamill hat recht. Mark Hamill hat recht, er hätte am liebsten den Han Solo nochmal getroffen, ja, bevor er gegangen
fand er nicht so gut. Dass er auch gehen musste, okay, er ist halt auch gegangen. Hat sich sozusagen aufgelöst. Ja, ich meine, da fanden die Schauspieler dann nicht so lustig, wenn man ehrlich ist. Und jetzt, wie gesagt, Ray mit ihrem Wahnsinnsabgang da über die Flugmaschine, naja, alles schön und gut. Aber schätzungsweise ist das ein Dream, also irgendwie so eine Vision da. Der Spruch ist ja, achte bitte auf deinen eigenen Feind, und der eigene Feind ist man immer selber. Ja? Sie musste also auf sich selber eingehen, sie musste auf sich selber achten, sie musste mit sich selber klarkommen, um ja, irgendwie war das eine Art Vision. Und das mit dem Todesstern, ob die aus dem Fragment da irgendwas rausholen. Ich meine, und dann, die Eltern sind abgehauen mit einem gewissen Flieger. Der Flieger fliegt da zu irgendeiner Stadt hin, in den Bergen, kann eine Einsiedlung sein, kann eine Station sein, dort kann alles Mögliche sein. Man hat uns, sagen wir mal, man hat uns was zum Grübeln gegeben. Ja, und Disney hat ja auch dazugelernt. Disney hat dazugelernt, hat selber Bilder für Bilder gemacht, ja. Hat uns dann die fliegenden Stormtrooper sozusagen oder First Order Flieger gezeigt, ja. Wie die am Fliehen waren, wie Finn, Poe und 3DRPO am Fliehen waren. Einige hatten ja gefragt, wo ist 3DRPO? Der ist da, aber R2-D2. R2-D2 schätzungsweise ist nicht mehr da. Schade eigentlich. Dafür ist halt ein neuartiger Droide da, der aussieht wie eine Ente, ne? Da auf diesen Rollen da. Okay, wenn wir zu wollen, in Ordnung. Wie gesagt, ich schaue mir an. Ich würde mich natürlich freuen, wirklich. Ich würde mich freuen, wie so ein Bollywood-Film da, 248 Minuten. Das hätte doch den Kracher, der Burner schlechthin, ja, wo dann alles reingepackt wird, damit man einen Wahnsinnsabschluss hat, ja. Damit man wirklich alles hat und dann so ein Hauch von Old Republic damit drin, ein Hauch von Mandaloria drin, ihr wisst schon, irgendwie ein Hauch von allem. Ja, alles so, aber warten wir ab. Warten wir ab. 8 Monate, liebe Freunde, 8 Monate. Am 19. Dezember ist es soweit und dann wissen wir 10 Meter mehr. Ja. Dann können wir jubeln oder nicht jubeln. Ich lasse mich überraschen. Also, ich bin etwas traurig, dass wir das Disney Plus dieses Jahr nicht erhalten. Das ist also im November. Im November kommt Fallen Order raus. Dann kommt das Imperium-Spiel in 3D raus. Dann kommt dieses Disney Plus für die Amerikaner raus. Also da werden wir schon einiges hören, sehen. Bis dahin kommen auch noch andere Sachen raus. Vor allen Dingen kommt auch im November Clone Wars 7 raus. Also das können wir uns dann auch anschauen, wenn Ahsoka loslegt. Ne? Okay, ich will euch nicht so lange auf die Folter spannen da. Es reicht ja schon, dass ihr mich wieder erblicken durftet. Ich bin, wie gesagt, davon noch ein bisschen angehaucht. Fand ich nicht schlecht. Ich habe mir wirklich angesehen. Freitag, Samstag, Sonntag, Montag habe ich es mir wirklich angesehen. Auch die Paneele habe ich mir angesehen. Wie gesagt, die Convention haben mir die anderen Kollegen da gezeigt, die selber da aufgenommen haben. Daraufhin habe ich mich auch bedankt. Ich finde auch super, dass ich auch alles bekommen habe. Zu wahnsinnsgünstigen Kursen oder so wahnsinnsgünstig war es nicht, weil Verpackung kommt ja alles da drauf. Ne? Egal, ich habe es gemacht. Es sind weit über 200 Euro geflossen. Und ja, jetzt habe ich meine Dekoration hier. Endlich habe ich ein Brewback hier. Ich muss ehrlich gestehen, ich hätte ja am liebsten den natürlich von Sideshow gehabt, ja. Aber Sideshow, wisst ihr, über 1000 Euro nur für einen Brewback. Dann noch ein Sandtrooper dabei, wäre ich bei 2.500, 3.000 Euro gewesen, wenn ich eine Sideshow-Figur genommen hätte. Bringt aber nicht. Meine ganzen Sideshow-Figuren sind Eyecatcher. Die kann ich aber hier in dieser Stadt nicht verkaufen, weil keiner bereit ist, so viel Geld zu bezahlen. So, das war's. Die Kulisse wird also immer weniger, weil die leer gekauft wird. Kylo ist weg. Obi-Wan Kenobi ist weg. Ja, sind noch ein paar Restanten hier. Snowtrooper.
First Order Trooper, Stormtrooper. Ja. Ja, jetzt warte ich halt auf die neuen Figuren. Wenn sie mir gefallen sollen, werde ich sie ordern und euch auch vorstellen. Aber so, was soll ich euch da vorstellen? Kennt ihr ja alle schon. Einmal rauf googeln, einmal runter googeln. Einmal Amazon rauf, einmal Amazon runter. Einmal Hasbro rein, einmal Hasbro raus. Einmal bei Disney rein, bei Disney raus. Und dann habt ihr's. Dann habt ihr's. Und so sieht's aus. Also, viel Spaß. Und viel Spaß mit Star Wars. Viel Spaß zu Ostern. Viel Spaß mit Fernsehen gucken. Star Wars gucken. Ja, schaut euch alles an bei Google. Schaut euch alles an bei YouTube. Schaut euch alles an bei Amazon Prime. Ja, kostet alles. Kriegt ihr sicherlich auch für DVD billiger. Na, also viel Spaß. Ha, 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 ha.